Pulsatilla hat Probleme mit Wasser allgemein. Wasserangst ist auch Pulsatilla. Angst von Wasser, Angst von Schwimmen. Nicht nur Angst von Schwimmen, sondern Abneigung zu trinken. Oder? Sie haben Probleme mit Wasser. Auch von Schwimmen, wenn Wasser in den Ohren geht und ein Mykose auslöst. Pilz. Oder eine Mittelohrenentzündung danach. Denken an Pulsatilla. Auch Ohrenbeschwerden nach einer Erkältung, eine virale Grippe gehabt, Erkältung gehabt, normales, jährlich einmal. Und irgendwie ist es tiefer gegangen in den Ohren, in den Sinusitis Art oder Bronchitis, weil Pulsatilla hat Neigung zum Eiterbildung und zum Stau. Es ist ein Staumittel. Habt ihr gesehen, wie viel Stau gibt es bei Pulsatilla im Bereich Darm? Verstopfung. Im Bereich Blasenentzündung. Nicht mehr entleeren können. Pyelonephritis. Erfolglos dran zu urinieren. So Stau. Stau im Menstruation, dass sie nicht Mens haben können. Oder Venenthrombose, Stau in den Beinen. Es ist ein Mittel mit Blutgerinnungsprobleme, bedeutet zu schnell Thromboseneigung. Diese Erkältung und es geht in den Ohren, Kataral, Ohrenbeschwerden. Nach Masernschwierigkeiten, nach Scharlachschwierigkeiten, es ist ein von den leitenden Mitteln bei Folge von Masern. Zu viel Freude kann auch bei Menschen Probleme auslösen. Zum Beispiel gute Nachricht, zu viel gefreut und am Morgen ist krank aufgewacht. Das ist, dass wir auch genauso empfindlich sind zum Freude, zum Trauer wie zu Freude. Oder eine sympathische Reaktion, Pulsatilla ist auch krank. Wenn andere krank sind, zum Beispiel man leidet unter starke Sinusitis, und hat Jammer. Frau ist Pulsatilla und wacht sie auf Mitte Nacht mit einer Ohrenschmerzen. Diese sympathische Reaktion. Oder Mama hat Kopfweh und Kind macht eine Mittelohrenentzündung. Kind kann die Leiden von Mutter nicht sehen. Das ist Pulsatilla auch. Sympathische Reaktion. Pulsatilla. Kommt plötzlich, geht langsam. Und wie gezeigt vorher, die Schmerzen kommen plötzlich, aber sie vergehen, verschwinden langsam. Plötzlich kommt blitzartig. So. Pulsatilla. Asafoetida. Hypericum. Sabina.
und Sepia haben auch die ähnliche Charakter, dass die Schmerzen plötzlich kommen und verschwinden langsam. Wenn Sie eine akute Ohrenentzündung mit Pulsatilla behandeln, und aber diese Kind hat mehrmals diese gehabt, Tendenz gehabt, aber Sie haben eine akute Mittelohrenentzündung mit Pulsatilla behandelt und Sie sehen, diese Kind ist während akuten Fall passt es zu Pulsatilla-Bild. Aber jetzt, wie würden wir los davon Komplementmittel geben? Und Komplementmittel geben, wenn die Entzündung vorbei ist, nicht während der Entzündung.